Ich bin in meinem Leben so weit gekommen, dass ich sage, das Materielle ist mir wichtig, aber es ist bei weitem nicht das einzige und nicht einmal mehr das erste Kriterium. Das mag jetzt etwas zynisch tönen. Ich denke in diesem Moment an die Leute, die nicht über die materiellen Möglichkeiten verfügen, wie ich das Privileg habe. Und genau deshalb kämpfe ich dafür, dass wir in diesem Land jetzt keine Fehler machen, dass wir in diesem Land, dass die Märkte offen behalten, dass wir an die Eigenverantwortlichkeit der Chefs appellieren, dass wir den Firmen die Wettbewerbsfähigkeit weiterhin ermöglichen, dass wir den Firmen ermöglichen, dass sie hier bleiben können, dass hier investiert wird, dass hier innoviert wird, weil das letztlich die Beschäftigung bestimmt. Und wenn wir beschäftigen können, dann haben wir für die tiefsten Einkommen das Bestmögliche gemacht und dann spielen die wenigen exzessiv, die relativ wenigen exzessiven Saläre auch nicht mehr die allein entscheidende Rolle. Für mich ist wichtig, dass wir vor allem die große Masse unserer Bürgerinnen und Bürger mit einer Perspektive versehen können, mit einem Job versehen können. Und ich schätze mich außerordentlich glücklich, dass unsere Jugendarbeitslosigkeit so bescheiden ist, wie sie ist. Und dazu gilt es, Sorge zu tragen.